dieser Wendekreis von dem Auto, ne? Der macht mich immer noch verrückt. Das Gefühl, du lenkst hier irgendwie, was weiß ich hier, so ein Reisebus, ey. Mit Anhänger. So. Und dann kommst du einmal so einen Millimeter gegen den Zaun und direkt ab ins Schleudern. So. Wunderbar. So, dann machen wir das jetzt fertig hier. Genug Zeit verplempert. Ich das so sehe, erinnert mich das ein bisschen an House Flipper. Auch ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe. Kommt jetzt, glaube ich, auch der zweite Teil dann raus, ne? Da müsste ich ja eigentlich mal reingucken. So. Ja, ich habe wieder zweimal vergessen, F9 zu drücken. Es wird jetzt wieder spannend. Es tut mir leid, wir haben jetzt wieder eine Folge ohne. ohne Ansicht. ah. Ich bin heute noch im Spiel bei House Flipper. Ja, House Flipper ist auch geil. Ich sehe nix. Da. ich weiß nicht, wo ich das Zeug platziere. Das ist fürchterlich. Hat gut funktioniert, ja. So. Es geht auch von unten, wie es aussieht. Ich habe anscheinend sehr lange Arme. Das freut mich. Hier noch eins. So. So, das war der letzte. Es sollte jetzt fertig werden. Also ich habe wieder irgendwas vergessen und übersehen. Möglich wäre es natürlich. Job. So. So, nur doch der da drüben, oder? Ja, Entschuldigung. Ich muss jetzt Holz platzieren, was soll ich machen? Bumm. Ah, ich bin Baumeister, hä? Stehst auf Platz 2? Unser neues Haus. Ja, schön. Kamin kann man anmachen. Freut mich. Das ist schon mal cool. Ich sehe jetzt natürlich wieder nicht so, was ich hier machen kann und was nicht. Da haben wir eine Kerze zum Anmachen. Doch, ist doch viel schöner als das alte Haus, oder?
Guck mal, die Abstellkammer ist viel größer, ist viel besser. Auch die Küche bietet mehr Platz. Was haben wir hier? Ja, natürlich Fernsehzimmer. Logisch. Wobei, das ist schon ein ungemütliches Sofa zum Fernsehgucken, ne? Also, finde ich jetzt. Extra ein Schaukelstuhl. Ja, Schaukelstuhl ist geil. Ich hätte auch gerne einen. Das finde ich jetzt gruselig. Das erinnert mich an Layers of Fear. Ich spiele zu viele Horrorspiele. Was, ein Schaukelstuhl für Jamila? Nix, das ist meiner. Die kann auf dem ungemütlichen Sofa im Fernsehraum sitzen. Okay. Gibt es hier mehrere Schlafzimmer? Gut. Meins. Hallo, was machen Sie in meinem Zimmer? Was machen Sie an meinem Schminktisch? Schnell raus. Toll, ich krieg das dunkle Zimmer. Und die Kinderbetten. Was ist das denn hier? Mach das Licht an. Das Licht ist wieder ein Traum hier drin, ne? Diese Lichtverteilung in dem Spiel, ey. Doch, aber ich finde das Haus eigentlich sehr, sehr cool. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Schon mal nicht schlecht. Und wir haben eine Veranda hier hinten. Wir könnten uns auch hier draußen hinsetzen. Gibt es da auch Licht für die? Oder ist das wieder so... Ja, das mit dem Licht ist immer so ein bisschen spärlich hier. Jamila, kannst du stricken? Wenn du schon im Schaukelstuhl sitzt, kannst du auch stricken. Natürlich, oh perfekt. Dann darfst du im Schaukelstuhl sitzen. Aber kann ich nicht irgendwas bauen in die Richtung hier? Na, ich muss schlafen, sonst kriege ich gleich wieder Prügel. Die steht nicht auf. Hey. Die Lampenröhren sind sehr gut, okay. Was haben wir denn hier? Wandschild, Kaktus? Holzregal, das ist so alles an Deko, was wir haben, ne? Die Lampen kann ich dann wahrscheinlich irgendwo kaufen. Aber ich will immer so raus, ne? Benötigst dreimal Eisen? Ja gut, da kann ich es ja doch bauen. Aber wo?
kann man bauen? Ja, das ist nur die. Ah, da, 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 da. Eine Wandlampe. Ah, da oben. Viel Metall. Aber die Wandlampe ist doch schon fast schöner, oder? Mal gucken, was mehr Licht macht. Das müssen wir mal testen. Oh, so. Zieht natürlich hier so ein Dreckswetter auf. Haben wir hier noch irgendwas? Die Mucke her. Guck die Musik her. Jamila. Was hast du hier getan? Ah, du kannst auch nähen. Schreibst du gerade. Das finde ich gut. So, noch räumen wir hier erstmal schön ein. Was weiß ich, fahre im Auto rüber. Brauche ich nicht so oft laufen. Was ist hier für eine komische Musik? Hallo? Geht's noch? Ich bin hier am Umziehen. Du kannst mich doch nicht einfach anrempeln. Unmöglich, die Frau. Unmöglich. Schränke, die kriegen wir. Na, die kriegen wir nicht abgebaut, ne? Na, die bleiben hier, komm. Was soll's, die bleiben. So, Vorratskammer ist leer, das passt soweit. Okay. Die gewalttätige Jamila ist wieder unterwegs. Bahn, aus der Bahn. So, den können wir da oben drauf stellen. Boah, so viele Töpfe. Was ist hier los? Voll das Küchenstudio hier. Sag mal. Hör auf, mir eine Wegfahrsperre zu bauen. Das war meine Idee. Das akzeptiere ich nicht. Tschüss.
Gut, die Boxen hätten wir gleich drinne. Im Vorratslager, das passt soweit mal. Was wir da halt noch benötigen, also was wir jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall mal die Kücheneinrichtung wieder hinstellen. Oh. So, einmal. Hallihallo. Hallo, 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 hallo. Was war denn das? Muss mal kurz was gucken. Hier gehen schon wieder mysteriöse Dinge vor. Hallo, 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 hallo. Moment. Ich bin verwirrt. Was? Follow? Hier, danke, danke. Warum sind meine Alerts nicht an? Oh, okay. Kleinen Moment. Ich muss mal hier kurz. Hallo, ich muss mir Licht bei, ich sehe ja gar nichts. So. Hallo, hallo, hallo. Ich bin verwirrt. Aus irgendeinem Grund schalten meine ganzen Dinger jetzt, wo Leute rüberkommen und mir folgen. Geht hier gar nichts mehr. Oh mein Gott. Danke. Danke, Twitch, dass du, oder OBS oder was weiß ich, was hier gerade schon wieder abspackt bei mir. Ich habe keine Beweise dafür. So, ich switch mal wieder rüber. Geht denn das nicht bei mir? Normalerweise sollte das doch laufen. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen, 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 vielen Dank. Ich bin gerade ein wenig überfordert. Ich muss hier mal weitermachen. Ja, einatmen und ausatmen. Da bist du hier einfach nur am Küche einräumen und dann... Letztes Mal hat es immer so gut funktioniert. Jetzt wieder alles defekt. Warum auch immer. Ist immer so, ne? Der Vorführeffekt, jedes Mal.
Soll ich hier was umswitchen? So. Wie er das immer macht, bei mir war doch nie was kaputt. Ja, ich frage mich auch, wie ich das schaffe. Keine Ahnung. Warte mal, wenn ich jetzt die... Moment. Wenn ich jetzt die Cam anhab. Die absolute Chaosaufnahme für YouTube später. ich schmeiß mir die Karte wieder hin. So, aber dann geht das immer noch nicht bei mir. Was ist denn da los? Die Toffee-Familie. Ich habe das hier alles drin, aber es will nicht. Es will einfach nicht, es ist alles kaputt. Es liegt echt in der Familie. So. Gut, ich lasse jetzt einfach die Kamera kurz an. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich muss mir das nachher alles mal angucken. Ich bin, ja. Ein wenig sprachlos. So, jetzt habe ich diese tolle Wurstmaschine hier und die ist einfach zu groß, um sie auf eine Arbeitsplatte zu stellen. Das ist nicht gut. Warum? Spiel, warum? Wer hat das ausgerechnet? Ja, stellen wir sie da drauf. Wenn Besuch kommt, kannst du direkt frische Wurst in den Mund spritzen lassen. Das hört sich falsch an, ne? Das hört sich sowas von falsch an. Setz dich mal, ich schmeiß oben was rein. Ja, auch Sachen, die sich falsch anhören, liegen irgendwie in der Familie, glaube ich. Aber jetzt kommt ihr alle von meinem Bruder. Was ist mit meinem Bruder? Ist er schon wieder weg? Ist der schon wieder, hat er sich schon wieder verdünnisiert? Wie? Da hat keinen Bock mehr. Ja, sich kurz gratulieren lassen, das schöne Video angucken und dann einfach wieder abhauen. Ja, das sieht ihm ähnlich. Früher schon so. Einfach nur Geschenke abstauben und direkt wieder gehen. Also wir brauchen ziemlich viel Holz, wie es aussieht, ne? Muss ich wieder Holz kaufen gehen? Was machen meine Schweine eigentlich? Ist da wieder was schlachtreif? Video das Geld genommen und sich jetzt abgesetzt. Macht frustriert auf sein Alter. Ja gut, ich bin älter. Was soll ich denn da machen? Ich will auch Frust trinken mit Energy Drinks. Nein, hier geblieben. Nicht abhauen. Oh, wir haben wieder Ferkel. Und hier liegt überall Kacke rum. Das ist nicht gut. Die muss weg. Jamila, du pfeifst. Ich höre dich, ja. Ich habe gelesen, wir brauchen... was brauchen wir? 72 Holz, 81 Metall. Setzt euch zusammen hin und trinkt. Ja, dann müsste ich jetzt zu dem rüberfahren. Oder er zu mir. Ich glaube, beides würde jetzt so schnell nicht passieren.
Den sehe ich an Weihnachten sehe ich den. Am 24. Er kann sich bewegen. Einfach in der Mitte treffen. Oh Gott. Und dann irgendwo draußen sitzen und trinken. Und von dort aus Livestream, oder wie? Ja, an Weihnachten gibt es sinnloses Besaufen. Das ist ja doch, glaube ich, auch der Sinn von Weihnachten, oder? Trifft sich mit der Familie und, ja, betrinkt sich. Natürlich. Ja, siehst du, bin ich ja froh, dass ihr da selber Meinung seid. So, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich laufe panisch rum. Und planlos. Bin verwirrt. Wie sieht's bei den Kühen aus? Mit Futter eigentlich? Müsste aber auch gut aussehen, glaube ich. Verwirrt und überfordert. Oh ja. Mich ärgert es, dass das hier mit meinem... Ja, dass das mit den Alerts und sowas, dass das hier nicht funktioniert, dass das nicht angezeigt wird. Das hat die letzten Male immer so gut funktioniert. Ich war froh, dass es wieder funktioniert hat und jetzt will es auf einmal wieder nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Wahrscheinlich hat OBS wieder irgendein Mini-Update gekriegt und hat wieder irgendwie die Hälfte über den Haufen geworfen. Das ärgert mich immer. Aber es ist so, wir können nichts dafür. Es ist OBS, was uns daran hindert. Jamila, wo bist du eigentlich hin? Ich nehme mal dein Auto. Ah ja, natürlich nehme ich dein Auto. Das ist voll getankt. Einfach ein Update von OBS machen. Da habe ich immer Angst vor. Ich habe mal gehört, dass es bei manchen Leuten also komplett die Einstellung über den Haufen geschmissen hat. Deswegen habe ich immer ein bisschen Bammel davor, ein Update bei OBS zu machen. Achso, keine. Ja, oh ja, ja. Jetzt. Ja, das ist nämlich genau das Ding. Ich mache nämlich nie ein Update. Ich überspringe das eigentlich immer. Weil ich echt Bammel davor habe, dass sie mir wirklich komplett alles zerschießen, was ich mir hier mal eingestellt habe. Das ist echt ärgerlich. Dann hockst du wieder einen halben Tag da. Jamila, wo bist du? Wo rennst du schon wieder rum? Was machst du? Achso, du holst dein Öl, ne? Öl verkaufen. Wo hast du eigentlich dein Öl? Irgendwo da hinten? Da habe ich ja noch nie nachgeguckt. Oh. Der geborene Autofahrer. Die geborene LKW-Fahrerin, wie es aussieht. Wieso liegt da ein toter Hirsch? Kannst du mir das erklären? Oh.
Verdammt. Ich wollte dich wegbogen. Ich möchte dich nicht fahren. Wieso? Wir machen das doch gut. Noch alles dran am Auto. Oh. Guck mal, ich kann auch rückwärts einparken bestimmt irgendwie. Ja, war das wohl nicht gut? Erster Versuch zählt nicht. Na so. Und dann? Passt. Da kommen noch alle durch. Ich kann super ein- und aussteigen. Was machst du da drin? Rede. Nein. Nein. Verdammt. Es passiert mir öfter in dem Spiel. Meistens, wenn ich nicht aufstehen will. So, was haben wir hier eigentlich Schönes, was ich kaufen könnte? Ach, guten Tag, der Herr. Natürlich Chaos. Aber wirklich was brauchen, jetzt mal abgesehen von Milchkannen, tun wir jetzt gerade nicht, oder? Ja, die Elektroschocker eventuell. Junge, Junge, haben wir wieder viel Geld. Ich kaufe den einfach mal kurz. Ich bin mal so frei. So. Was? Seit wann laufen Elektroschocker mit Gas? Gut. Ich hinterfrag das jetzt mal nicht. Ich mach das. Ich nehme das jetzt einfach so hin. Hoch. Ja. Kann ich die da irgendwie. Sag mal. Nimm mal mit. Ich bin durch dich durchgefahren. Wie geht das denn? Normalerweise schubse ich dich um. So. Jetzt auf nach Hause. Oh Gott. Nein! Glück gehabt. So, jetzt muss ich gleich erstmal mal kurz schauen, ob ich das hier wieder in Gang kriege mit OBS. Aber wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich muss ich wieder komplett neu starten alles. Hoppala. Fahr, 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 fahr. Mach was, mach was. Wunderbar.